Da bin ich mal wieder, ich bin's euer der MC Muffix und ich wollte euch hier etwas zeigen, nämlich die Seite gaikai.com. Ich verlinke die Seite nochmal unten. Gaikai ist eine Seite, die sich an dem Prinzip von OnLive orientiert. OnLive hat ja das System, dass man etwas runterlädt, ein Launcher von OnLive halt selbst und dort dann Spiele, also kostenlose Demos davon spielen kann und dann auch die Spiele sich da kaufen kann. Das Tolle an OnLive ist, dass man dafür keinen guten Computer braucht, um Spiele wie beispielsweise Batman Arkham Asylum oder so etwas zu spielen. Weil man spielt es über das sogenannte Cloud-System. Das heißt, du lädst kein Spiel auf deinen eigenen Computer, sondern es wird halt auf einen Server von OnLive, der irgendwo steht, dort wird es eigentlich gespielt. Kann man so für den Laien ausdrücken, glaube ich. Und ja, Gaikai orientiert sich an einem sehr ähnlichen Prinzip, nur dass man sich bei dieser Seite nichts runterladen muss und auch nicht anmelden muss. Das natürlich jetzt nicht so gut ist, man kann hier nur Demos spielen. Aber das Besondere auch hier ist, hier kann man Demos von wirklichen Top-Spielen spielen, die noch keine Demos haben. Und dazu gehen wir einfach hier oben auf Showcase. Und dann sehen wir, was es bis jetzt für Demos gibt. Es gibt bis jetzt Top-Demos von Spielen wie Splinter Cell Conviction, The Darkness 2, Crysis 2, und dem Farming Simulator 2011. Top-Spiele, wie gesagt. Und die Bibliothek wird immer erweitert. Die Seite ist noch nicht allzu alt, deswegen hat es auch noch nicht so viele Spiele. Aber so viel wie die Entwickler, also die Macher halt von der Seite versprechen, sollen es noch viel mehr Demos sein. Und es sollen auch irgendwann mal hier Spiele zum Kaufen geben. Und das ist das Tolle, hier muss man sich nichts runterladen. Wenn ich jetzt beispielsweise hier auf Crysis 2 gehe, was ja keine Demo hat, zumindest in Deutschland, oder hier auch dieses nette Spiel, Dead Rising, off the records und irgendwo ist auch Dead Rising 2 einfach, wenn ich es finde, finde ich nicht schlecht. Ja, wenn ich jetzt hier auf Crysis 2 gehe, gehe ich einfach hier auf Play the Demo, stelle ein Datum ein und dann können wir gleich hier auf Weitergehen. Und hier kommt das kleine Problem, wenn ihr ein schlechtes Internet habt, dann seht ihr, dass nichts geladen wird. Oder es steht, dass es geladen wird und dann steht irgendwie, keine Verbindung zum Server konnte hergestellt werden. Bei mir habe ich jetzt gerade im Hintergrund alles geschlossen und deswegen läuft mein Internet halbwegs gut und deswegen müsste es eigentlich in einer kurzen Zeit gehen. Ja, dann kommt dieser nette Bildschirm, das Spiel wird geladen. Und es greift halt jetzt auf die Server von denen zu. Wie gesagt, wenn euer Internet zu schlecht ist, dann wird es das wahrscheinlich nicht schaffen. Aber ich mit meinem 16.000er Internet, was wirklich nicht sehr stabil läuft, kann meistens damit ganz gut spielen. Also es hängt sich dann immer nur am Anfang auf. Wenn man danach irgendwie das Internet schlechter wird, dann macht es eigentlich meistens keinen Unterschied. Und das Tolle auch hier, hier gibt es keine Zeitverzögerung, so wie anfangs immer bei OnLive. Und dazu funktioniert es auch in Deutschland. Das ist ja auch mal schon mal was. OnLive hat ja ganz am Anfang in Deutschland funktioniert, da habe ich es auch gespielt, da kannte es wirklich noch niemand. Und dann irgendwann, als es gut funktioniert hat und als es berühmter worden ist, haben sie gesagt, ach, jetzt wollen wir es nicht mehr. Und ja, ihr seht jetzt hier, Gaikai. Diese Werbung kommt immer am Anfang. Ich glaube, die sollte aber jetzt keinen Menschen allzu sehr stören. Und wenn ihr jetzt irgendwelche Frame-Einbrüche habt, das liegt dann eher an meinem Fraps, also nicht dann hier an dem Programm. Weil das läuft eigentlich super flüssig. Und es kommt halt immer am Anfang eine kleine Werbung, einmal von Gaikai und einmal von dem Publisher selbst. Und hier oben hat man eine kleine Leiste, hier kann man zum Beispiel dann Vollbild, Spiel unterbrechen kann man dann, kann man sich in ein anderes Fenster machen. Oder man kann hier auf den Vollbildschirmmodus machen, Ton kann man aus- und anmachen, hier kann man auch Hilfe holen. Oh, verdammt, ich habe noch nie auf Hilfe geklickt. Okay, das ist schlecht. Okay, und wenn man es schließt, tut es einem hier immer Links geben, wo man es kaufen kann. Wenn ihr jetzt nicht glaubt, dass Gaikai geht, ich werde ein paar Videos noch aufnehmen von Gaikai. Wie gesagt, mein Internet läuft nicht sehr stabil, deswegen kann es sein, dass es bei mir gerade es nicht schafft, aber im Normalfall läuft es wirklich, und zwar wirklich gut. Die Grafik leidet manchmal darunter, dass es halt, eigentlich nur gestreamt wird, also durch das Cloud halt. Und deswegen ist die Qualität manchmal nicht so gut. Aber ganz ehrlich, es ist halt einfach mal toll, dass man nichts runterladen muss.
und dass es wurscht ist, was für ein Computer. Ihr müsst eine stabile Internetleitung haben und ihr müsst dafür einfach dann einen Müllcomputer haben, den es wirklich nur gibt. Das ist wirklich wurscht. Der muss eigentlich nur einen Internetbrowser und Java haben. Und also ich glaube, selbst irgendwie Windows 2000 Computer haben das. Also, wie gesagt, ihr müsst dafür keinen Top-Computer haben, wie ich mit meinem schönen Acer Predator. Oh, ich liebe dich. Battlefield 3, höchste Einstellung, wollte ich nur sagen. Und wenn das jetzt nicht geht, wie gesagt, ich hab da, ich mache davon ein paar Videos, damit ihr auch mir wirklich glaubt, dass es wirklich geht. Und dass es jetzt nicht einfach nur Fake ist. Wie gesagt, es kann jetzt daran liegen, dass bei mir Fraps läuft. Und deswegen könnte es wirklich sein, dass es bei mir gerade sehr, sehr, sehr langsam läuft. Die Demos, ja. Ich mache jetzt hier ganz kurz mal den Ton aus. Und wie gesagt, am Anfang kommt hier eine Werbung von Geica und ich merke schon, weil mein Fraps läuft, läuft es nicht sehr stabil. Aber es liegt jetzt wirklich nur um Fraps. Ihr seht hier auch immer eine kleine Werbung von dem Hersteller. Wie gesagt, also das Crysis von EA ist, weiß man ja, hoffe ich. Und kommt halt eine kleine Werbung. Und jetzt machen wir mal hier auf den Fallbild. Ja. Und wenn es jetzt weitergeht, ich hoffe es geht weiter. Wenn nicht, haben wir ein Problem. EA. Ach, Crysis, ich liebe dich. Und irgendwann werde ich mir auch kaufen. Ja, und jetzt seht ihr hier, es funktioniert ganz normal. Ich mache jetzt den Ton aus, also ihr könnt euch sicher sein, der Ton funktioniert. Und ich werde jetzt nur ganz kurz was zeigen noch vom Spiel. Ich werde noch mehr Videos verlinken von anderen Spielen. Und dann sollte es auch stabiler laufen, weil ich habe ja... Mir ist aufgefallen, ja, ich render ja hier im Hintergrund, deswegen könnte es sein, dass ein bisschen schlecht läuft. Ja, Multiplayer, so wie ich weiß, kann man nur ganz begrenzt spielen. Und deswegen solltet ihr auch das lieber lassen, weil, ja. Also ihr könnt auch gerne den Multiplayer spielen, aber ich glaube, da gibt es nur so eine begrenzte Anzahl von, ich glaube, nur eine Stunde kann man spielen oder so. Aber ihr könnt die Kampagne ganz von Anfang spielen oder ihr überspringt ein wenig vom Intro, also das ist jetzt hier bei Crysis, und startet dann ein bisschen später. Bei zum Beispiel Mount & Blade könnt ihr habt ihr auch eine gewisse Zeit, die ihr spielen könnt, und ihr könnt auch etwas vom Tutorial spielen, aber das ist halt von Spiel zu Spiel verschieden. Es gibt auch, ich glaube, Spiele, manche unterstützen nicht mal den Multiplayer, obwohl sie Multiplayer haben. Zum Beispiel Dead Rising, bei dem kann man kein Multiplayer spielen. Bei Crysis, so viel ich weiß, kann man spielen. Und wenn das jetzt geladen hat, wie gesagt, das liegt jetzt wirklich eher an meinem Computer, nicht irgendwie an irgendwas anderem. Ich mache jetzt hier meinen Ton, damit ihr auch seht, dass alles funktioniert. Boah, Crysis Musik ist so geil. Okay, Resume Game. Coming for you. You have to find those Marines. Okay, ja, und hier seht ihr die Grafik. Ist nicht ganz so gut wie im Original, aber, also, erstens, Crysis sieht so oder so geil aus, da kann man nicht sagen. Aber ihr seht, wenn man ganz schnell bewegt, dann gibt es immer ein paar Texturflops. Und die Texturen sind ein bisschen verschwommen. Okay, Open Museum. Hallo? System flop online. Threat detected. The tactical visor provides increased battlefield awareness. Scan for weapons, equipment, and tactical opportunities. The visor's function allows you to observe and save defense. Listen, Prophet! The cell are all over downtown looking for you. I'm sending you my coordinates. Make your way through the camp. Ja, und ich mache jetzt hier nochmal den Ton aus, damit ihr mich versteht. Ihr seht, es läuft eigentlich schon relativ gut. Gibt ein paar Texturflops, das sieht man auch, aber ja, ich bin zufrieden. So kann man es sagen. Und ich mache das hier nicht stealthig, aber ich hätte vielleicht nachladen sollen davor. Hey, wir sind Crysis, man. Ich will den packen, ich will den packen. Yes. Weg da. Und ja, das war jetzt der kleine Test hier. Der brennt hier noch ein bisschen. Und ich wollte es euch hier halt nur kurz mal zeigen. Eine coole Seite. Die Demo hier von Crysis läuft ungefähr eine Dreiviertelstunde, würde ich sagen. Also auch relativ lang. Und schaut selber mal vorbei. Wie gesagt, ich verlinke es. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.